Da war es wieder, das blaue Lichtschwert, was bis zum Schluss aufleuchtete. Ray ist und Ray bleibt eine Schrotthändlerin. Und sie war ein Kind von Schrotthändlern, die für einen müden Dollar oder für einen Whisky das Kind dort gelassen, wo sie gefunden. Star Wars Episode 8. Der Wahnsinnshammer. Sorry. Ich war wieder 1979 im Kino. Ich war wieder in einem Märchen der Superlative. Ich war in einem Non-Stop-Kino, Beinfreiheit, mit einer speziellen Brille und konnte mir den Film in 3D Super Sound anhören. Yeah. Jeder nachher, und das fand ich so toll, und da sind wir auch schon beim Kernthema. Filmclub. Der Star Wars Filmclub. Ich begrüße alle total und recht herzlich bei einem Filmclub, wo wir über einen Film sprechen. Gut, wir Profis, die Filme machen, wir selber Filmemacher sind. Und dann komme ich auch auf diesen Gag hier mit den Porks. Ich habe mir diesen Pork gegönnt, so wie Chewbacca. Ich mag Porks, ich mag auch Hähnchen, ich mag das zarte Fleisch. Ich fand es toll, wie Chewie Chewbacca nachher geguckt hat und dann diesen da gemacht hat. Ja, meine lieben Freunde, diese sogenannte Schlüsselszene auf den sogenannten, nicht wahr? Also die Slapstick, die Komik, es war genial. Ja? Wie Ray einiges zerdeppert hat, wie die Dialogie zwischen Ray und Kylo stattgefunden, wie sie sich in ihrer Macht gesehen. Zum ersten Mal erlebten wir die Macht. Wir waren in der Macht. Man konnte sich sehen in der Macht. Und alles floss. Und nachher zum Schluss, wenn Luke Skywalker halt geht, er geht ja nicht, er wird eins mit der Macht. Und man sah ja auch durch Yoda, und Yoda hat ja auf ihn hingewiesen, mein lieber Freund, du bist immer noch so wie damals. Ja? Er hat nicht umsonst seinen Fighter versenkt im Wasser und ihn nicht rausgeholt. Er hätte damit fliegen können, oder nicht? Er ist natürlich reingegangen in den Flieger, in den Falken. Ja? Und ist an den Porks vorbeigegangen, die sich da niedergelassen haben, die niedlichen Porks. Ich meine, man kann die Filme auch zerreißen, wir nicht. Meiner einer zerreißt keinen Film, meiner einer schaut sich einen Film an und sagt, am liebsten würde ich hier ein Englisch-Video drehen für Catherine, für Disney, ein Loblied singen auf Disney. Sorry, es ist, wie es ist. 1960, wie Francis Coppola sagte zu seinem besten Kumpel, George Lucas, ey, lass es sein, tu es dir nicht an. Ja? Fachleute sehen das anders wie Fans oder nur Zuschauer. Wenn man selber Filme dreht, selber sich eine Dramaturgie ausdenkt, denkt man nicht am ersten Augenblick, wird man damit Geld machen. Ja? Man hofft es. Ja? Man sitzt dann da und feiert, ey, macht dann die Korken auf. Also die alten Filmemacher von früher, ja, Digital Fox, was jetzt mittlerweile auch aufgekauft wird. Meine lieben Freunde, ihr merkt, ich bin immer noch, ich sehe den Film immer noch vor mir. Ich habe mir so oft angeguckt und ich habe auch diese hinteren Smooths angeguckt, also da, wo es unscharf wurde, wer da rumgelaufen ist und so weiter. Und die Gier und die Waffenhändler. Ich meine, es waren natürlich auch Sachen, ey Junge, du stirbst. Junge, egal ob du dich für die helle oder für die dunkle Seite interessierst, in der Mitte ist immer jemand, der beide Seiten beliefert. Ja? Ich meine, der DJ, ihr wisst schon, war auch klasse, er hat alle verraten, aber irgendwie hatte das alles einen Sinn und es passte auch, dieses ganze Verraten. Und wie Kylo ganz geschickt abgelenkt den Snoke und dann vernichtet und das dann auf Rey über. Das ist ganz großes Kino. Ihr müsst den, also wir sind ja Filmclub und Film nimmt Film auseinander. Ein Film nimmt man auseinander wie Dramaturgie oder wie Regie oder wie Leute, die Bücher lesen. Ja, es gibt Bücherclubs, da unterhält man sich über Bücher.
ob man den Buch, den Sinn des Buches erkannt hat, die Zeilen, die darin verschmelzen in dem eigenen Aufnehmen, in dem eigenen Bild und dann, nicht wahr? Also das ist ein Eierwerber, wollte ich nur gesagt haben. Also kommt hier mit Ei, ne? Ei-Cup. Also mir gefällt der Pork, macht sicherlich eine schöne Ausstellung. Und zwar neben Chewie als Figur von Sideshow. So, Sideshow-Figuren werden natürlich auch wieder weiterhin gesammelt werden und ausgestellt werden. So eine kleine Mini-Ecke. Wie gesagt, im Moment ist das nur gehobene Ware, die hier ist. Und wie gesagt, Luke Skywalker in seiner tragischen Rolle war ja nicht schlecht. Ne? Luke in seiner tragischen Rolle war schon nicht schlecht. Es gibt bei uns in den Gruppen, in diesem Filmclub, gibt es ja auch Händler, die haben diese Figur schon in 6-inch oder 1 zu 10 sogar für gutes Geld. Ich habe ja gesehen, wie es sieht gut aus. Also die Figuren, also wenn die Figuren richtig gut aussehen, dann gefallen die mir, dann möchte ich die auch haben. Ich bin kein Sammler, ich bin Händler. Aber einige Sachen möchte ich dann hier halt auch so lange hängen haben oder stehen haben, bis die dann irgendwann mal gekauft werden. Das Klientel habe ich jetzt hier nicht. Ich freue mich, euch einzuladen in einen Filmclub, einen Star Wars Filmclub. Das kommt noch, wird noch umgeändert. Wir sind hier, so, in einem Star Wars Filmclub. Können bis zu 12 Mann jetzt schon mal da sein. Das heißt also, es wird ein Kino gegründet, ein Kino für Fans, die sich als Fan sehen. Das hatten wir schon mal gemacht, 1999. Da haben wir nur Fans eingeladen ins Kino. Das war in Iserlohn, wer sich noch daran erinnern sollte. Es waren aber 500 Leute drin in einem Kino, wo 500 Leute gar nicht reinpassten, weil es ein großes, ehemaliges Privatkino war, was von Privatleuten jahrelang geführt wurde und dann nachher zum Cinestar wurde in Iserlohn. Cinestar kennt jeder, die große Marke, hat dann die kleinen Kinos abgelöst. Aber das war ein wunderschönes Kino und daraufhin möchte ich hinaus. Ich möchte auch wieder zurück, back to the stage. Ich möchte zurück zum Jahr 1979. Ich bin nämlich gerade im Jahr 1979, wie ich zum ersten Mal Star Wars gesehen habe und dann das große Glück hatte, 30 Jahre für Star Wars zu arbeiten in der deutschen PR. Hat mir das unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe das nicht so bemerkt, wie das jetzt so hier gehypt wird. Es tut mir leid, dass man so ein Facebook hat, ein Hassbuch, wo mehr Hass ist wie, na, aber ist halt so. Ich versuche natürlich die besten Figuren aus E9 zu bekommen. Ja, richtig. Rogue One gefiel mir persönlich auch, aber die Figuren wurden halt nicht so genommen. Angenommen, wo haben wir ihn? Ja, er hat ja auch eine tragische Rolle gespielt. Also General Hux. Ich meine, wie man sich, also ich fand es schon stark wie Poe Dameron, der steht leider jetzt hinten, wie Poe Dameron ihn so ein bisschen verkackeiert hat. Fand ich schon stark. Ich meine, ist klar, Verluste, natürlich Verluste. Es war auch ein Hammer, es war schon ein Hammer, wie Leia sich aus dem All gerettet hat. Mein lieben Freunde, das ist Film, versteht ihr? Film, auch Leia besitzt die Macht, versteht ihr? Sie hat sich halt konzentriert, in die Macht eingehüllt und hat sich zurückgeholt. War natürlich auch erkrankt, hat also etwas länger gebraucht, um wieder zu genesen. Aber wir sind ja in einer weit, weit entfernten Galaxie und wir sind natürlich in einer Zukunft, wo das alles so ein bisschen möglich ist. Man muss also das Reale abschalten, indem man durch eine Kinotür geht, ob man nun jetzt darüber sinnt, ob die Porks süß, ich habe immer nur Porks, sind die süß gehört, ist klar. Das Allerbeste war, wie nachher plötzlich die Ruhe einkam. Es gab ja einen riesen Showdown. In diesem Showdown war plötzlich Ruhe. Hört sich die Kinder, kein Ton mehr? Ach, herrlich. Man muss, es ist schade, man muss doch mit Fantasie da reingehen. Man muss ausblenden, man muss die Realität ausblenden. Das tun die meisten ja nicht. Sie fressen sich ja fett da mit ihrem Popcorn. Die hauen da ihre Nachos rein. Man hat da, ach, also ich liebe kein Kino mehr. Also Kino von heute, wo man rumfrisst, sich benimmt. Nee, also das ist nicht mehr meine Welt. Also meine Welt ist Film. Und meine Welt, Film heißt genießen und deswegen haben wir ein eigenes Kino. Und in diesem eigenen Kino können bis zu 12 jetzt erstmal Platz nehmen, weil das ein Angebot ist. Angebot an alle Hassbücher da, Facebook-Kandidaten und an alle, die Star Wars lieben, von 1 bis unendlich, von 0 bis Doppel 0 oder auch nur die. Oder auch nur die, die 4 und 6 und Ende gibt es ja auch. Dann gibt es die 1 und 3. Oha.
Die Fangemeinde ist gespalten, leider, wie wir halt real gespalten. Meiner einer taucht ein und ist dann weg. Mich interessiert das real nicht. Mich interessiert dann der Film. Und solange ich keine Macken sehe, ist das für mich ein Film. Und hier waren keine Macken. Ja? Es waren viele Ablenkungen, so ein bisschen Auflockerung, ein bisschen Ruhe reingebracht zum Durchatmen, weil es ein sehr emotional gedrehter Film war. Wer stark am Wasser gebaut ist, hat sicherlich eine Träne fallen lassen. Wer halt kaltherzig da reingeht, aus welchem Grund auch immer, kommt mit den ganzen thematischen Märchen nicht klar. Ja? Ich fand super, dass das Wetter mitgespielt hat. Ich fand super, wie ich diesen Film genossen habe. Mit Beinfreiheit, ich fühlte mich wohl, war nicht eingeengt. 1979 war das alles ein bisschen eng und alles. Da war ich auch froh, dass wir sehr wenige waren, weil dieser Film war ja noch nicht so gehypt. Dieser Film war ja auch noch nicht so in aller Munde. Es entstand. Wir waren 24 Einheiten in unserem Club, 8mm. Und 16 mm und mit 72 mm haben wir gearbeitet. So viel Geld hatten wir auch wieder nicht. Aber privat haben wir mit 8 mm und 16 mm gearbeitet und haben tolle Filme gemacht. So beruflich arbeitet man heute natürlich mit allem drum und dran. Und wie gesagt, ich lade euch total recht herzlich ein in einen sogenannten Star Wars Filmclub. Ja? Wo man wirklich sich jetzt nicht vor einer laufenden Kamera, nicht per SMS, per Facebook oder WhatsApp kundtut, sondern wirklich live. Live hier in einer Star Wars Kulisse, die dann immer hingestellt wird, wo man dann zuerst nur Eingefleischte erstmal in diesem sich hinsetzt, guckt auf großer Leinwand mit guter Musik etc. pp. Und dann wird, wenn es sich entfalten könnte, also wir haben auch richtiges Kino, wir könnten natürlich auch sofort ein richtiges Kino, seriös unterhalten, die meisten die Händler. Auch die Händler, die nur so, jetzt erstmal Leute finden, gucken, nichts mal eingefleischt. Ob das alles so stimmt, weiß man ja nicht. Das ist so eine Hassbuch-Philosophie, die da. Für mich gibt es hier einige Händler, die super. Also die haben wunderbare Ware, Fanwerk zum Beispiel. Dann swblackseries.de, ja, swblackseries.de, also Wahnsinn. Da werde ich ab 2018 sicherlich einkaufen. Und wie gesagt, bin ich jetzt auch kein Fan von Amazon oder so, ich bin auch kein Fan von anderen komischen. Ja, ich liebe es. Ich habe es heute geliebt, im Kino gewesen zu sein und dann in einem Center spazieren gegangen. Ich habe natürlich die Firmen gesehen, wo kaum noch einer einkauft. Draußen spielte der Mob, draußen waren die Menschen, aber sie waren nicht in den Läden. Die Läden merkte man, die waren nicht überfüllt, Karstadt war nicht überfüllt. Die Umsätze schmilzen. Sogar Otto ist nicht zu Weihnachten auf jeden angewiesen, weil solche Online-Geschichten da doch am Abgraben. Ja, man sollte die an sich alle meiden. Man sollte Amazon meiden, man sollte Otto meiden. Man sollte doch wieder zurückgehen, sparen, ansparen und dann in einen Warenladen sich annehmen, mitnehmen und sofort aufstellen und genießen. Ja, aber das ist eure Sache. Meine Sache ist, euch vielleicht diesen Star Wars Filmclub, noch steht es nicht, die Buchstaben sind bestellt, hätte ich auch mitgebracht, aber es fehlten Buchstaben und das hätte jetzt bei den Dreharbeiten schlecht ausgesehen. Also ein Filmclub ist klar, es wird hier aus, die Figuren sind auch klar, alle die das hier kennen und alle die mich ja auch kennen, ich produziere Filme, ich stelle Filme her. Ich bin dafür zuständig und deswegen möchte ich einfach mal wieder Leute um mich haben mit Dialogen, also echte Menschen, wahre Menschen, mit denen dann wirklich Film gucken, vielleicht auch länger gucken. Wie gesagt, ich war gerade mit zwei Personen im Kino und die, wie schon zu Ende. Ja, schon über 150 Minuten, meine lieben Freunde. Über 150 Minuten Star Wars. Und dann sagen die, wie, schon zu Ende? Irre, ne? Schon zu Ende. Ich frage mich jetzt gerade, ob J.J. Abrams Star Wars 9 genauso hinkriegt wie Johnson. Also das ist jetzt die Frage. Also ich verstehe Kennedy, ja, Catherine Kennedy verstehe ich sehr gut. Also er hätte jetzt auch den vollen Zuspruch von mir bekommen, den hat er jetzt auch. Für mich ist er jetzt hier der neue George Lucas, wenn er das gnadenlos durchzieht, wenn der, also ich gehe in Han Solo rein, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich gehe, wie gesagt, in jeden Film rein. Film ist für mich Arbeit, Handwerk, ja, Können. Und das war wirklich, das war. Man hat ja auch gesehen, wie Ray, die war unbedarft. Die hatte überhaupt nicht mit der Macht nichts zu tun. Warum sie eine Macht hat oder warum sie mit dieser Macht umgehen kann, mag ja alles sein. Kann ja sein, dass es vielleicht nicht stimmt. Kann sein, dass sie vielleicht doch nicht irgendwelchen Schrotthändlern, keine Ahnung. Jedenfalls ist sie verkauft worden. Ne? Ist halt so, so sagt Ben. Ne? Kylo. Ja. Ich meine, erstklassig gemacht und dass da Samurai waren. Ich meine, als Figur, wohlgemerkt, als Figur gefallen mir die Figur nicht. Im Film hatten mir dann, haben die mir schon gefallen. Also da sah das alles schon okay aus, die mit ihren Schwertern und alles. Einige Schnittfehler waren schon, als Profi sehe ich das, da waren schon Schnittfehler, weil das stimmte dann plötzlich die Thematik nicht. Man hat viele Effekte weggenommen. Früher, also 79 und so, hat man ja mit Effekten gearbeitet. Ich nehme mal den Porky aus der Hand. Wie gesagt, man hat ja dieses Hochfahren gemacht, von oben nach unten. Und dann hat man einen Cut genommen und dann ist man so hochgefahren. Ne? Und dann in die nächste Szene rein. Also man hat eine Überblendung gemacht. Hier hat man die Blendung vergessen, man hat direkt hart geschnitten. Zack, zack. Passte aber nicht. War also keine Dramaturgie, das war jetzt nicht ein Dramaturgieaufbau. Ja, ihr kennt das. Jemand duscht, ist am Duschen und man meint, der wird jetzt ermordet und dann sieht man einen mit dem Messer, so lang, ja. Auf einmal klingelong und es ist ganz anderes. Ja, was ganz anderes. Das ist dann so ein Dramaturgieaufbau. Ja? Also einen Hänger habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer da bei Rolling Stone, dem Magazine oder die anderen Magazines da geguckt haben, keine Ahnung. Ja. Also als Profi, als Filmprofi seit 1969 und Firma 1979 und Star Wars, wie gesagt, auch den 70er Jahren angefangen, kann ich da nichts sehen. Also ich habe viele Filme gesehen. Natürlich habe ich viele Filme gesehen, die da adaptiert wurden, die da reingesetzt wurden, ist klar. Film lebt natürlich auch von anderen Filmen, aber die Geschichte ist ja eine andere. Ja? Und damit, ich meine, es war ja auch die Kämpfe. Der Zwiespalt war gut. War ein gut erzählter Film. Ein gut erzählter Film. Ich war jetzt wirklich über 150 Minuten ich war jetzt raus. Ich war auch wieder drin. Ich bin immer noch drin. Ja, der Sonnenuntergang, ja, wie der Mantel von ihm hier, ne? Luke Skywalker, komm her. Wie sein Mantel nachher, wie die Sonne dann aus dem Jedi-Tempel, den er da so gegründet hat, aus dem Jedi-Tempel raus, wie er als Machtwesen, ja, als 3D-Abgleich, wusste ich, also es gab mal so einen Film und auch Bücher, wer Bücher liest und Filme sieht, sieht da so, hat man da rausgenommen, hat man ihn dann halt verdoppelt, ja, hat ihn ein Spektral, also wunderbar, ich meine, Kylo hätte es ja merken müssen, bei der hohen Feuerkraft, die er da auf ihn niedergelassen hat, volles Feuer da, hätte er ja merken müssen, stopp, der ist ja gar nicht da. Ja, aber der ist ja so verbohrt, der Kylo, ich meine, der ist wirklich verbohrt. Jetzt kristallisiert sich so langsam heraus, dass man festgestellt hat, dass man, Hax war auch nicht schlecht. Hax und Kylo, ja, war schon nicht schlecht, ja, sind dann ziemlich machtgierig und das soll der Film auch zeigen. Der Film soll zeigen, dass diese Machtgeilheit einfach zur Blindheit führt und eine Blindheit zur Machtgeilheit bringt dann solche Leute wie Luke Skywalker doch dazwischen, ne? Packen wir den mal dazwischen, gucken, ob ich das hinkriege, ne? So, er in der Mitte. Luke Skywalker hat sie regelrecht aufgemischt, ja, und hat ihnen gesagt, mein lieber Freund, die Jedis kommen. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass da nicht nur die Jedis, also die Sith, Jedis und so weiter, bleiben doch alle am Leben. Es bleibt alles, wie es ist. Und das ist die Genialität des Films. Dieser Film ist so klasse aufgebaut, der ist so genial gemacht, ja,
Da ist alles offen. Da kann jetzt jeder kommen. Das kann sich alles aufbauen. Es wird sich natürlich alles... Mal gucken, ob ich jetzt an sie rankomme. Oder an sie komme ich jetzt nicht ran. Ist nämlich Ray. No, Ray komme ich jetzt nicht ran. Ich habe hier einmal im Schaufenster stehen. Ziemlich groß. Und jetzt habe ich sie hier oben stehen. Vielleicht komme ich ja... Doch, ich komme dran. Da ist er. Ray ist der neue Jedi. Ja, sie wird halt frisch aus Japan, ne, mit Zertifikat, ist aus Japan mir geliefert worden. Original aus Japan. Ja, wie gesagt, man muss als Filmemacher auch daran denken, dass man Geld verdient. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Alf Coppola, der beste Freund von George Lucas, sagte ihm, hör mal, lass es sein, bringt nichts, du verzettelst dich, weil George Lucas ein genialer Filmemacher ist. Ja, er ist ein guter Filmerzähler und hat halt nicht so die Gelder. Deswegen hat er ja auch alles selbst gemacht. Und wenn wir Glück haben mit Central Fox bei Disney, dass wir auch wieder so einen Vorspann bekommen. Es fehlt mir, das fehlt mir schon. Vielleicht bin ich deswegen so von Star Wars begeistert gewesen. Kann ja sein, ich spreche jetzt bitte nur von mir. Dieses Central Fox, dieses Tadadam und dann nach dieses THX. Dieses THX hat einen so richtig aufgelockert, dieses und so weiter. Und dieses Cinema, dieses Einstimmen in die Musik, das Einstimmen in den Sound. Und dann hat man halt den Film gezeichnet. Kann ja sein, dass das damit irgendwas zu tun hat. Könnte sein, weil ich habe wirklich damals sofort eine THX-Anlage gekauft und war immer dann begeistert, wenn ich die Filme dann bekomme. Weil wir früher, also etwas später, nicht direkt 79, war 89 rum, dann eine THX-Anlage von der Firma Sony sich geleistet und dann ja, könnte sein, dass sie noch irgendwo rumsteht. Ich habe ja nichts weggeworfen. Ja, aber wie gesagt, die steht jetzt irgendwo im Lager rum, weil jetzt ist man ja auf 4K-Sound, Atmos und so weiter fixiert. Aber noch einmal, der Filmclub, Star Wars Filmclub, wo hier bis zu 12 Leute schon mal Platz hätten, um zu philosophieren. Also bis zu 12 werden schon mal, könnten hier vor Ort und später dann halt auch online. Die Menschen haben sich leider alle verändert. Es ist alles durch das Zorn- oder Hassbuch, durch Facebook, haben sich die Menschen ein bisschen verändert. Ich habe sehr viel Hass erlebt. Ich habe sehr viel Hass nachgelesen. Und deswegen sehe ich ja, und deswegen möchte ich ja versuchen, euch irgendwie dazu zu bewegen, dass wir dann mal zu uns kommen. Dass wir miteinander im Dialog, Auge in Auge, sich unterhalten. Und dann auch, wie gesagt, über die Figuren philosophieren, ja, sich die Figuren anschaut, guckt, ich meine, BBA war ja auch klasse, also der hat mich so oft zum Lachen gebracht, ja, wie er da, den habe ich ja auch, also BBA, wie er hier drin war, ne, wie das hier oben alles weggeschossen wurde, ne, war ja alles weggeschossen und da saß dann der BB-8 drin, ich meine, die Fantasie, die jetzt angeregt wird und die jetzt angeregt wurde, was man jetzt mit diesen ganzen Spielsachen basteln kann. Also wir sind ja mehr Kreative, steht ja auch ein kreativer Shop hier. Wir sind Kreative und wir basteln sicherlich wieder so Dioramen. Ja, wenn ich so sehe, wie viele Figuren schon im Preis gestiegen sind und wenn man solche Sachen hier hat, die nicht jeder hat. Also Unikate sind. Auch die Bilder, die hier so hängen, sind halt Unikate. Und wer, also ihr merkt schon, ich bin im Jahre 79, da fing alles an. Ich meine, ich kriege jetzt keinen Anruf, kannst du hier PR machen, ich bekomme auch keinen Anruf, weil Walt Disney das nicht möchte. Deswegen sind wir auch ein Filmclub, ein Star Wars Filmclub, der sich um die Filme kümmert, wo auch die Figuren bei sind, gute Figuren, wenn man gute Figuren bekommt, die etwas nach aussehen. Die Kamera fängt das leider nicht immer ein, wegen dem Licht, ja, und so weiter. Natürlich könnte man auch einen Verkaufssender machen, um Ware zu verkaufen. Hier, kauft, ne, und so weiter. Aber ein so toller Film, sagen wir mal so ein Märchen. Ich freue mich morgen auf Sonntag, dann schaue ich mir auf Disney XD Rebels an, nachmittags um 15 Uhr rum. Oder wenn ich keine Zeit habe, dann eben abends. Aber ich schaue es mir an. Und ich freue mich auch, wenn ich den vierten Teil kaufen kann. Ja, den Teil habe ich jetzt bestellt. Den werde ich mich auch freuen, wenn ich ihn sehe. So, das Problem an der Geschichte ist ja jetzt, dass ihr mich jetzt hier seht. Ich mache einen sogenannten Monolog. Stelle den Film Star Wars Film Club vor, der hier richtig entsteht. Wo schon 12 Personen, wie gesagt, sich hinsetzen können. Eine Blu-ray ist klar.
auf 21 groß Quadratmeter Leinwand und Gemütlichkeit. Es geht darum, nur Leute zu haben, die jetzt nicht aufstehen, ständig zur Toilette rennen, die Popcorn futtern oder irgendwelche Essenssachen in sich reinziehen und dumm im Kopf sind. Ja, dumm im Kopf. Ja, das gibt's auch. Es gibt eine Dummheit im Kopf, wenn man einen Film nicht versteht. Man kommt immer darauf an, wie man sich... Also darum geht's mir. Ob ich das finde, ob ich wirklich Filme mache, finde, die Interesse haben, Filme zu machen, Interesse haben, sich hinzusetzen. Echte, waschechte Star Wars Fans, die so echt sind, dass sie auch die Unterhaltung, den Dialog, das Auseinandersetzen, immer, die gefiel mir nicht, weil ne? Nicht real, man darf nicht real tauchen. Ich habe gerade, Gott sei Dank, deswegen bin ich ja so, zwei gehabt um mich herum, leider nicht vor laufender Kamera, schade. Die sagten, oh ja, die ist ja ziemlich flach, ne? Ist ja ein bisschen komisch gebaut, ne? Und hallo, lass doch mal das Real. Natürlich hat die keine. Ist jetzt kein Monster. Monster ist er hier. Ne? Er ist ein Monster. Ja, er ist ein Monster. Das sagt sie ihm auch. Und das ist einfach nur klasse. Und ich merke gerade, dass ich unbedingt den Po brauche. Ich brauche den Po, weil der fehlt irgendwie. Der gehört rein. Ich versuche eine wunderbare Geschichte aufzubauen hier in diesem Star Wars Filmclub. Und wie gesagt, nicht nur über die Figuren zu philosophieren, darüber zu sprechen. Und wie gesagt, ist ja alles da. Ich habe es nur nicht. Ich bin so euphorisch jetzt gerade hier vor die Kamera gesprungen, um den Filmclub vorzuzeigen. Die gesamte Dramaturgie und das. Ich meine, den Anakin hätte man jetzt bitte nicht einfahren sollen. Ist schon alles richtig. Hätte man vielleicht, ja, kommt drauf an, hätte man mit irgendwie den Anakin noch statt. Yoda, also Yoda war klasse. Yoda war lang genug. Er hat dem Luke gesagt, mein lieber Freund, du bist immer noch der Luke von früher, der immer noch nicht zielstrebig das macht, was er machen soll. Ja, du bist immer noch verstreut, immer noch verzettelt, du bist immer noch verträumt. Irgendwie bist du nicht auf der Spur, du bist irgendwie so hektisch, ne, und so. Gut, dass sie sich nachher über die Haare unterhalten haben, ist klar. Denn die Haare hat ja die Tochter, ne? Die andere da, die kleine Blonde hatte ja die Zöpkes. Ich meine, R2D2 hat es ja auch gut hingekriegt, indem er ja Obi-Wan, help me Obi-Wan, ne? Ist mir klar. Kann man jetzt auch sagen, R2D2 hat Luke animiert, also, ja, na, könnte man, aber nein, er hat sich halt auch verabschiedet. Habt ihr auch R2D2, also 3PO gesehen mit seinem richtigen Arm. Er war richtig, richtig Gold, ja. Da war nichts ab. Hier oben die Streben waren voll da, die beiden Streben waren voll, waren nicht kaputt oder so. War richtig glänzend. War auch abgehauen, ist klar. Mit Rebellen wollte er nichts zu tun haben. War schon eine tolle Sache. So, während ich mich jetzt hier auf eine Art wieder verabschiede, ich leite jetzt und läute diesen Star Wars Filmclub jetzt ein. Freue mich natürlich wirklich, wenn Leute erscheinen, mitmachen, sich nicht nur an die Ware erfreuen. Das für mich ist es Ware. Ich müsste die Ware verkaufen, weil ich Händler bin. Aber ich möchte auch Geschichten damit erarbeiten, Dioramen erarbeiten und mich wirklich daran erfreuen. Also wenn ich mir die jetzt anschaue, ja, wenn ich jetzt wirklich zurückgehe ins Jahr 1979 mit ihm hier und wie Obi-Wan Kenobi, den Luke dazu brachte und so weiter, oder beziehungsweise Luke brachte Ben dazu. Ja, es wird halt abgelöst. Meine lieben Freunde, der Kylo Ren, also der Böse hier, der ist Hux. Das ist Hux, wo ist Kylo? Da ist Kylo. Ja? Also Kylo hat nicht umsonst gehört. Also hier müssen wir auf die Dialoge achten, die die Schauspieler von sich geben. Das ist schon an den Fan gerichtet. Lass los. Lass das Vergangene los. Konzentriere dich auf das Neue. Dass der die Welt her, ist klar. Den Spürkes haben die ja immer, die Amerikaner da. Ne? Soll er mal träumen von seiner Weltherrschaft oder universalen Herrschaft, da kann er ja machen, was er will. Aber wie gesagt, ihr müsst mal auf die Dialoge achten, was die da so von sich geben. Ja? Dass sie immer blökt, du bist ein Monster. Naja, er ist halt ein Monster. Er ist halt ein bisschen abgehoben. Er hat den Snoke nicht umsonst getötet. Ja? Er war stinksauer, dass Snoke ihn vorgeführt hat. Ja? Dass die beiden sich unterhalten konnten. Ja? Die konnten sich unterhalten. Zieh dir mal was an. Dann musst du mal deinen Schauspieler mal zeigen, wie er aussieht. Ne?
Das werde ich mir jetzt hier nicht antun. Er hat ja halt eine neue Kluft gehabt. So, zieh dich mal an und trotzdem musste sie das aushalten. Also sie haben sich gesehen in der Macht und man sah beide, also Snoke hatte natürlich vollkommen recht. Er hier war total verblendet. Ja, der hatte nicht mitgekriegt. Deswegen hat er auch den Luke Skywalker nicht mitbekommen. Ich meine, bei so einer Feuerkraft auf eine Person, dann wäre er weg gewesen. Aber egal. Und sie hier ist naiv. Total naiv. Vielleicht wird sie immer schlau, wer weiß. Aber sie ist beides. Sie ist beides. Sie ist dunkel und hell. Ja? Sie fühlt sich halt im Hellen wohl und er halt im Dunkeln. Ja? Aber sie ist beides. Und das passt ihm nicht. Das passt ihm nicht. Natürlich kann er sie gut gebrauchen, weil er sie dann... das ist schon alles Raffinesse. Also hat alles nichts mehr mit Star Wars zu tun. Das vergettet. Vergesst Star Wars. Star Wars ist neu. Star Wars ist neu. Und ihr merkt, dass ich total wie 1979 begeistert bin. Ich bin zum ersten Mal richtig begeistert. Meine lieben Freunde, wie gesagt, ich bin Händler. Ich schaue mir die Ware, ich sage das noch einmal, Ware, nicht so genau an. Und jetzt aber, jetzt könnte ich hergehen und die ändern, aber wie gesagt, ihr seht ja, dass ich auch schon so ein Zeiteisen hier auf der Nase habe. Ich kann das alles nicht mehr so sehen und wie gesagt, das Alter schreitet voran. Ich muss auch ans Alter denken. Ich fühle mich unheimlich frisch, ist klar, ich fühle mich unheimlich jung, aber dennoch. Man ist alt, man hat sein Alter, man war mit 20 im ersten Teil drin, man fand Obi-Wan Kenobi gut, man fand R2-D2, 3-3-PO, man fand die gesamten Geschichten gut, sind ja auch alle da, auch die Wesen sind da, nur bin ich kein Verrückter, ich bin also nicht verrückt, kauf die ein und will die teurer verkaufen und so, ich möchte leuchtende Augen sehen und die habe ich gesehen, deswegen finde ich es schön und deswegen sage ich nochmal Dankeschön an alle Realkunden, die hier waren, und gekauft haben. Ich finde es super, dass ich weiß, dass am Heiligabend leuchtende Augen sind, wenn sowas ausgepackt wird. Wenn die Leute sich das in der Hand, wie sie dann damit umgehen, naja, da bin ich ja nicht bei. Möchte ich auch nicht bei sein, weil ich gehe nun mal ganz anders mit Ware um. Wie gesagt, ist mein Beruf und es soll natürlich auch alles in Ordnung sein. Es sollte nicht kaputt sein. Aber ich kann nur eins sagen, der Film war Hammer und wer den Film zerreißt, der gehört zu Hassbuch, der gehört zu Facebook, soll er bleiben, kann er auch bleiben, hat nichts gegen, weil jeder soll glücklich werden, andere müssen mit Hass glücklich werden und andere müssen halt mit Liebe glücklich werden. Und Liebe ist natürlich langweilig, weil Liebe ist langweilig, weil merke ich ja, wie die Leute mit Liebe umgehen, mit netten Menschen umgehen, ja, ist halt so, man ist halt real. Leute, vergesst real, bitte, vergesst real. Ich meine, Hax, der arme Kerl, der flog nachher auch in die Ecken, tat mir auch leid, Meister, ne, und so. Aber wenn ich mir das alles so anschaue, war ein wunderschöner Film und ich meine, genervt haben die mich nicht, ich fand es lustig. Ich habe mir auch, wie gesagt, sofort gegönnt und als Eierwärmer kommt er hier oben hin, damit die Leute, ne, passt ja auch hier als Nest. Ach ja, zum Schluss, meine lieben Freunde, wie die Schublade aufging, natürlich war es drin, da war aber kein Nest drin, da waren aber die Bücher drin. Ja? Ganz raffiniert, der Lucas, also Skywalker, er hat die Bücher nämlich gerettet. Ja, der hat die Bücher nämlich alle eingelagert im Falken. Ja, und die sind nicht verbrannt. Ich meine, Yoda wird das wohl sicherlich gewusst haben, sonst hätte er das nicht verbrannt, glaube ich. Also Yoda sagt auch, dass das alles auch gehen soll. Na, ich war, also das war alles so ein bisschen zwiespältig. Er hat ja dem Luke dann einfach nur mal so einen kleinen Hieb gegeben, Junge, du bist immer noch nicht so unterwegs, ich bin nicht dumm, ich weiß immer noch, ist doch die Macht, ist ja viel länger, Yoda lebt ja viel länger. Und jetzt, wo Luke auch zur Macht gehört, zu der Machtrieger, also er lebt jetzt im Fluss der Macht, wie Qui-Gon Jinn, wer Rebels gesehen hat, war Qui-Gon, da war auch Yoda, da konnte man mit ihnen sprechen und so weiter, jetzt kann man bald mit Luke sprechen, mit Qui-Gon, Obi-Wan und so weiter sogar. Er kann jetzt sogar mit seinem Vater sprechen. Da könnte sicherlich auch noch irgendwas entwickelt werden mit Anakin und Luke als Macht
Wesen, die dann plötzlich den Kylo erscheinen. Sohn, Enkel, ah, zack. Ja, mein lieber Freund. Ja? Ja, zum Beispiel. Ja, wie gesagt, in Gedenken, da haben mich auch viele gefragt. Nee, sorry, die ist nicht animiert worden, die war echt. Die war echt in 8, war alles echt, alles in Ordnung. Und die ist ja weit nach dem Abdrehen verstorben. Das war ja alles schon in der Kiste, war ja auch alles in Ordnung. Es kann ja sein, dass sie ja auch für die Neuen schon irgendwas haben, damit sie in Neuen reingehen können und dann geht. Ja? Also lasst euch bitte überraschen. Ich meine, ich lausche den Worten, die ihr da von euch gebt. Jetzt kommt der Hax mal hier wieder hin. Ne? Ich höre mir das alles an, aber ich kann euch nur eins sagen. Hört auf mit dem Hass. Ja, Hass führt zur Dunkelheit und so weiter und zur Einsamkeit. So, ich mache jetzt Schicht hier. Ich stelle euch das noch einmal vor, diesen sogenannten Filmclub. Den Star Wars Filmclub. Ein realer Filmclub, der sich wirklich nur um die Filme kümmert. Nur um die Filme. Über die Dramaturgie, die Zusammensetzung, des Schnitts und das alles. Und sich wirklich den Film zu Gemüte führt. Den Film. Den Film in sich aufnimmt, die Schauspieler beobachtet, ob das alles passt, ob das alles rüberkommt, ob dieser Traum, die paar Minuten Realität weg. Ja? Jetzt bin ich im Realen wieder, jetzt schneide ich diesen Film. Ich hoffe, ich habe den Film gut zusammengeschnitten. Ich hoffe, es haben sich ein paar Leute diesen Film angesehen und ich hoffe, ein paar haben den Film jetzt auch verstanden. Und ich hasse dieses Wort Spoiler. Seid mir nicht böse. Spoiler gehört an ein Auto. Ja? Wisst ihr, ich liebe den Dialog. Ich liebe, sich hinzusetzen, mit den Leuten zu sprechen, mit den Leuten darüber zu philosophieren, zu schwelgen, im Film zu sein. Ja? Aber naja, so ist es nun mal. Ich habe leider zu viele Realisten um mich herum, die leider schon ein bisschen umprogrammiert wurden, die leider immer noch nicht merken, wo es lang geht. Aber das ist halt so. Und damit müssen wir halt leben, wo Sachen plötzlich, keine Ahnung, oh, kaufe ich, kostet richtig Geld, aber anfangen zu spinnen bei 20 Cent. Aber egal, so ist das Leben. Ich meine, da zu stehen, ja, also 1979 war alles aus Plastik. So richtig Plastik und funktionierte überhaupt nicht. Ja, funktionierte nicht. Oder funktionierte nur ein paar Minuten, war eben zusammengetackert oder zusammengeklebt. Und dann, ja, dann nach der Szene konnte man alles wegschmeißen. Und heute ist halt ein bisschen mehr Qualität. Also dieses Schwert hier ist qualitativ besser gewesen wie das erste Schwert, was an sich aus Holz war und Drähten und also ein Gedöne da. Wie gesagt, es macht Spaß. Also ich lade jeden ein zum Star Wars Filmclub, wo hinter den Kulissen auch philosophiert wird, wo wir auch die hintere Kulissen auseinandernehmen. Vielleicht haben wir, also wenn Leute mitmachen, können wir auch nach London in den Studios und so weiter und so fort. Also es ist alles da. Es sind richtige Kinos sind da, richtig Merchandising ist da, alles ist da. Ja? Man muss nur Lust haben. Nur wenn man hingeht und sagt, hey, wie teuer ist das? Könnt ihr doch wieder verkaufen? Ja, dann sind wir natürlich falsch. Dann sind wir auf dem falschen Ast. Es geht hier nicht um Kaufen und Verkaufen, es geht hier um den Sinn. Es geht um den Sinn, um das Märchen, es geht um den Film. Was der Film bringt, was der Film sagt, was der Film aussagt. Ja? Wie gesagt, wir sind ja auch Cosplayer. Ich hätte natürlich jetzt in voller Montur mich anziehen können und mit voller Montur hier stehen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber im Moment nicht. Im Moment bin ich Filmemacher, im Moment bin ich das, was ich schon immer war und das macht so viel Spaß. Also ich werde mich gleich zu Hause ganz in Ruhe mal schauen auf Netflix, einen richtig schönen alten Film noch anschauen und also Star Wars und ja, ich möchte einfach mit euch Weihnachten feiern, Weihnachten 2017 und euch irgendwie animieren, glücklich zu sein, egal wo ihr gerade seid. Man ist real sehr unglücklich, man ist sehr real angespannt, man hat real so viel Ärger. Aber wenn man es richtig macht, mit der Macht, ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Und das macht so viel Spaß, mit der Macht in der Macht zu sein. Natürlich möchte ich jetzt kein Lichtwesen sein, wie Luke, wie Anakin,
wie Obi-Wan Kenobi, wie Yoda. Ja? Die Sith Lords konnten keine Lichtwesen sein, die waren zu voller Hass und so. Aber BJ da, ich meine, Entschuldigung, Rey. Wie Rey da durch das Loch, zack, ab ins Wasser und sich selbst gesehen hat mit diesem. War schon nicht schlecht. Ne? Ja, war nicht schlecht. Hätte ich jetzt auch machen können, die Tricks beherrsche ich auch, aber mache ich jetzt nicht. Aber war eine tolle Sache. Ja? Sie hat nur sich gesehen. Sie ist die Macht. Sie ist die Macht, sie ist alles. Sie ist die Macht. Keine Ahnung warum, aber ist halt. Sie ist unbedarft. Sie ist rein. Ja, sie ist unbedarft. Ja, da ist nichts. Sie hat uns auch nicht gezeigt, ob sie was anderes gesehen hat oder nicht. Hat sie nicht gezeigt. Ja, sie hat nur Kylo gesehen. Sie hat sich gesehen. Sie hat auch nicht Luke gesehen, weil Luke auch keine Macht mehr hat, weil er sich der Macht entzogen hat. Und nachher hat er gesagt, okay, ich gehe wieder zurück in die Macht. Und er hat es durchgezogen. Er hat es durchgezogen. Hund, Mutter. Und jetzt wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten, wunderschönen dritten und vierten Advent. Und ab 2018 kommt vorbei in den sogenannten Star Wars Filmclub und mal schauen, was wir online und was wir real machen können. Online wisst ihr ja, da zaubern wir